da oben. Sag mal, Clara, ist das Wasser nicht wie ein Spiegel? Schau's dir mal genau an. Heidi hat recht, es ist ein gläserner Spiegel aus reinem Silberpapier. Die kenne ich noch nicht. Clara, Peter, Großmutter, beeilt euch! Hier sind Blumen, die ich noch nicht kenne. Die sind da auch noch in ein paar Minuten. Ich wünschte, ich könnte so gut laufen wie Heidi. Das wäre doch wunderbar, Großmama, wenn ich den ganzen Weg allein hier hochgelaufen wäre. Du kannst es, wenn du es willst. Du musst nur aufstehen, wie du weißt. Ach, was habe ich davon, wenn ich es versuche? Es tut weh, meine Beine sind nicht stark genug. Alles Einbildung. Als du vor der Kuh Angst hattest, konntest du es. Clara, schau nicht so traurig. Ich meine das doch nicht böse, auch wenn es so klingt. Das nächste Mal kommst du ganz alleine her. Ich werde es versuchen. Hoffentlich hast du recht. Das war eine schöne Idee, mit uns da hochzuklettern. Vielleicht können wir noch mal gehen. Vielleicht im nächsten Jahr, Clara. Jetzt fahre ich erst mal in den nächstbesten Kurort, um mich von diesen aufregenden Klettertouren erholen zu können. Ich bin ja nicht mehr die Jüngste. Wir werden dir regelmäßig schreiben, dann weißt du, wie es mir geht. Und sobald ihr beiden mir die Neuigkeiten zu berichten habt, die ich hören möchte, besteige ich den nächsten Zug und komme angebraust. Versprecht ihr mir auch fleißig zu schreiben, mindestens jeden Tag einen langen Brief? Hm? Muss es jeden Tag sein? Natürlich. Kannst du denn nicht verstehen, dass ich unbedingt wissen muss, ob du irgendwelche Fortschritte gemacht hast? Ich schreibe dir gern. Clara kann mir ja noch neue Wörter beibringen, damit man es besser lesen kann, was ich da zusammenkritzele. Schön, das ist abgemacht. Wir schreiben beide zusammen jeden Tag einen Brief. Und wenn der Brief kommt, auf den ich warte, dann malt gleich auf den Umschlag einen dicken roten Kringel. Ich werde dem Postboten erzählen, was er bedeutet. Dann kann er schon von Weitem rufen. Hoffentlich können wir den Brief jemals schreiben. Ihr werdet diesen Brief schreiben, glaubt mir. Ja, Großmama. So, Almühi, bitte passen Sie gut auf Clara auf. Aber darum müssen Sie mich doch nicht bitten. Da kommen Sie zurück. Gut, dass du wieder da bist. Heidi! Beeilt euch! Versucht doch mal mit der ganzen Herde zu rennen. Er wird sich hüten. Passiert dann was? Was glaubst du wohl, wie er die Ziegen zum Stehen bringen soll, wenn sie ihm durchgehen? Aber was haltet ihr von einem Abschiedsfest? Für dich? Nein, für den Peter. Damit möchte ich ihm Dankeschön sagen. Nein. Ich habe gute Nachrichten für dich. Du bekommst ein Abschiedsfest. Was ist denn das? Also, du stellst Fragen wie ein kleines Kind. Na und? Ich bin ja auch ein kleines Kind, oder? Oh. Du, Clara! Wir dürfen ihm nichts sagen, wie wir es uns vorstellen. Ihr Tuschel! Worüber wirst du morgen sehen? Es ist ein Geheimnis. Ein dickes. Dicke Geheimnisse gibt's nicht. Es gibt nur geheime Geheimnisse. Ist doch egal. Komm morgen Abend zu unserem Winterhaus, warum? Ja? Wozu? Nicht vergessen. Ja, gibt's da auch was zu essen morgen Abend? Clara, sagst du ihm? Das kann man jetzt noch nicht wissen. Überraschungen müssen überraschen, sonst sind's keine Überraschungen. Ja, wenn man darüber nachdenkt, hast du recht. Merkt, hast du viel Peter, lernst. Willst du uns nicht begleiten? Oder hast du vor, noch eine Weile hier zu bleiben? Nein. Schade. Ich muss jetzt leider gehen. Das mit der Überraschung, das merke ich mir. Auf Wiedersehen, Peter. Bis morgen Abend. Morgen habe ich auch darüber nachgedacht. Jetzt hat er vergessen, dass ihr mitbringt. Dieser Wirrkopf. Na ja. Morgen früh kommen Heidi und ich auch runter und helfen dir. Ja, aber verschlaft nicht. Ich habe Angst, dass ich vor Aufregung heute überhaupt nicht schlafe. Nein, Kinder, kommt lieber doch erst am Abend mit dem Peter zusammen. Was? Eben hast du noch gesagt, wir sollen dir helfen. Warum denn? Ich habe mir es eben anders überlegt. Warum soll ich eigentlich nur den Peter überraschen? Ich möchte auch für euch eine Überraschung vorbereiten, dann ist es viel lustiger. So, und was jetzt? Jetzt können wir leider nur noch abwarten, das ist alles. Gute Nacht, Kinder, wir sehen uns morgen Abend. So, es kann losgehen. Mhm. Bis morgen, Kinder. Schlaf gut heute Nacht, Mama. Ich kann es kaum abwarten. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Gespannt, was sie sich diesmal ausgedacht hat. Großmama hat immer ganz gute Einfälle. Erinnerst du dich noch an die Hochzeit damals? Ja, das war lustig. Du warst eine hübsche Braut. Ja, es ging.
Wir haben getanzt und dann hat deine Großmutter sich weggeschlichen. Sie hatte Angst, uns auf Wiedersehen zu sagen. Ja, stimmt. So war das. Hat dich das traurig gemacht, daran zu denken? Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es nicht erzählt eben. Ich habe nur gerade daran denken müssen, dass Großmama hier irgendwo in der Nähe in einem Kurort sitzt und auf einen ganz bestimmten Brief wartet. Das ist doch ganz natürlich. Warum auch nicht? Clara, was ist denn? Ach, was soll schon sein? Was mache ich nur, wenn ich sie enttäuschen muss und doch nicht laufen kann? Hör doch auf. Du kannst doch jetzt schon ganz gut laufen, Clara. Aber wenn du nicht übst, wird es nie besser. Ist doch klar, oder? Es ist schwer. Es ist leichter, als du denkst. Versuch es mal. Du musst nur jeden Tag üben. Ich helfe dir schon dabei. Ich habe Angst. Und wovor? Dass ich es versuche und es am Ende doch nicht geht. Ja, das kann ich verstehen. Aber es wird gehen am Ende, glaub mir. Hoffentlich. Morgen fangen wir an. Versprich mir, dass du mitmachst, Clara. Gut versprochen. Aber versprich du mir, dass du Geduld hast. Ja, natürlich. Ich glaube nie im Leben, dass ich's kann. Wir gehen heute Morgen auf die Weide und heute Abend zusammen auf das Abschiedsfest von Großmama. Heidi, ihr beide bleibt heute lieber hier. Warum? Clara soll sich nicht überanstrengen. Beides wäre zu viel für sie. Außerdem muss Clara jetzt mal langsam mit ihren Gehübungen anfangen. Lieber erst nächste Woche. Ab morgen, Clara. Darf ich beim Lernen bitte zuschauen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Clara das gern hat. Wir sollten sie dabei in Ruhe lassen. Sag doch was. Was ist? Willst du heute nicht mit den Ziegen auf die Weide? Und beeil dich, heute ist dein Fest. Sei also pünktlich. Bin ich. Heute ja. Also bis dann. Bis heute Abend, wenn ihr Kräuter bekommt. Wir haben gestern ausgemacht, dass wir heute schon üben. Nein, morgen ist es früh genug. Gib ihr noch Zeit. Also Clara, warum hast du denn jetzt wieder so ein Gesicht? Weil... Oh. Weißt du was, Heidi? Nein, was? Ich komme mir vor wie ein Baby, das Laufen üben muss. Ich weiß nicht, Clara. Manchmal denke ich, du willst überhaupt nicht laufen können. Dauernd jammerst du mir etwas vor. Jetzt musst du dauernd von anderen Leuten getragen werden. Kommst du dir dabei nicht wie ein Baby vor? Mhm. Doch schon. Das fällt mir jetzt erst auf, wo du es sagst. Na also, dann hör auch auf zu jammern. Wir versuchen es, wie es der Großvater vorhin gesagt hat. Na komm schon, stell dich nicht so an. So, jetzt wollen wir doch mal sehen. Tut es weh? Ja, ein bisschen. Und das? Hat das wehgetan? Überhaupt nicht. Na bitte. Nur einen einzigen Versuch. Na los, nur einen einzigen. Ganz langsam. Nein, es geht nicht. Ich habe Doch. Angst, Heidi. Lass mich los. Versuch bitte. Fester. Lass mich los. Ich kann nicht. Verzeih mir. Ich dachte, es geht. Clara, tut es noch weh? Nein. Nur weil ich nicht genug helfen konnte. Es geht nicht. Ich kann es nun mal nicht, es liegt an mir. Soll ich dir ein schönes großes Glas mit Ziegenmilch holen, ja? Ja, bitte, sowas kann ich jetzt gebrauchen. Schlaf einen Moment, ich bin gleich zurück und sei nicht traurig. Sei nicht böse mit mir. Wenn sie mich doch in Ruhe lassen würden, ich kann es nun mal nicht. Ja.
jetzt geht es mir schon besser. Dann ist es ja gut. Lass es uns nochmal versuchen. Ich weiß, was ich vorhin falsch gemacht habe. Nein, heute nicht mehr. Dein Großvater hat gesagt, wir fangen erst morgen an. Ja, ich weiß. Ein Versuch. Nein, lass. Du sag mal, bist du eigentlich nicht neugierig, was Großmutter sich für eine Überraschung ausgedacht hat? Nö. Du fragst ja nur, weil du ablenken willst. Clara, noch einen Versuch. Ach, nun hör doch endlich auf. Na gut, ich hör auf. Aber bis heute Abend ist es noch so lang. Die Sonne ist noch nicht einmal gesunken. Ich kann es einfach nicht mehr abwarten. Es will ja wohl heute überhaupt nicht mehr dunkel werden, blöd. Naja, dann gebe ich dem Geißler mal Kräuter. Stinkt langweilig ohne die anderen. Geißlein! Geißlein! Ich weiß, ja. Geißlein war weggelaufen. Ach so. Hatte sie sich verstiegen? Ja. Komm schon. Ihr müsst heute mal allein bleiben. Wir können. Na endlich. Das muss die Kleine aus der Stadt sein, die er da trägt. Peter? Ja? Ach, nicht. Guten Abend, wie geht es? Danke, Heidi, gut. Bis auf mein Rheuma. Oh, grüß Gott. Guten Abend. Mal sehen, ob Barbel weiß, was die alle miteinander hier unten suchen. Weißt du, ob es einen besonderen Grund hat? Was soll einen Grund haben? Die Alte aus Frankfurt hat alle möglichen Leute nach Dörfli geschickt und ein Riesentheater gemacht. Die Großmutter? Sie veranstaltet heute Abend ein Fest für mich. Glaube ich nicht. Gib's mal wieder an, was? Aber ein Fest könnte Peter. Das werden, ja. Nun lauf, du bist doch bei ihnen eingeladen. Ich verteile die Ziegen für dich. Geh ruhig. Danke. Tausend Dank. Du, Peter, erzähl's mir morgen, ja? Ich möchte zu gerne wissen, wozu die das alles gekauft hat. Wo läufst du hin? Was ist denn? Zu den Kindern! Was macht ihr denn hier? Was macht sie da? Wer macht was? Da. Ein Fest? Das gibt's doch nicht. Schaut euch das an. Peter! Clara! Komm schnell, Großvater, schaut dir das an! Wie schön das aussieht. Ein Fest, ein richtiges Lampio-Fest. Und die ganzen Umstände nur für mich. Die Staunen, oh, ihr kommt gerade rechtzeitig. Das Essen ist fertig. Spielt auf, Musikanten. Tretet bitte ein, Kinder, und nehmt Platz. Komm, Großvater, gehen wir. Einfach herrlich. Ganz wundervoll. Oh, herzlich willkommen, Almöhi. Vielen Dank für die Einladung. Das ist gut. Er bedankt sich für die Einladung. Dabei ist es doch sein Haus. Ja, da hast du recht. Du, Großmutter, dürfen die Kinder da am Tor auch mal reinkommen und sich alles anschauen? Ich gehe mit ihnen in eine Klasse. Es ist genug Essen da für alle. Geh hin und sag ihnen, dass sie alle miteinander herzlich eingeladen sind. Ihr dürft reinkommen. Ihr seid eingeladen.
Danke. Ist du so gut? Ist es bequem? Ja, vielen Dank. Es ist alles gut so. Großmama, du hast doch immer die besten Ideen. Es ist einfach wundervoll. Großmama, das sind meine Klassenkameraden. Jakob, Klaus-Jürgen, Lieselotte, Peter der Zweite, der lange Oskar und das? Wer ist denn das da? Hm? Das ist die Tochter von meiner ältesten Schwester. Na, dann bist du ihr Onkel. Du hast mehr Freunde, als ich dachte. Ich glaube, ich muss noch mehr Brote vorbereiten lassen. Die Würstchen werden wohl auch nicht reichen. Hier, der erste Gang. Heidi, schau mal, was die da macht. Und fangen spielen. Du bist dran, du bist dran, du bist dran, du bist dran, du bist ja! Pass ja. auf, Peter! Nein, nein! Jetzt wisch ich schon, bleib hier! Nein, schneller! Hier sind wir, du läufst ja selbst nach, du Dummkopf! Hier! Musst du die ganze Zeit hinter mir her, wenn du dir doch mal jemand anders aus. Aha, du bist dran. Wir nennen das Spiel Nachlaufen. Möchtest du nicht mitmachen? Oh ja, eine ausgelassene Bande. So war ich auch früher. So geht's einem, wenn man einen Moment nicht aufpasst. Versuchen wir's? Nicht heute Abend. Gut, morgen. Hier bin ich, hier bin ich. So muss es sein. So soll es auch für dich sein. Ja. Und so wird es auch für dich sein, wenn du fleißig übst. Ja, vielleicht. Ganz bestimmt, du musst es wollen. Von ganzem Herzen wollen. Du kannst laufen, Clara. Du hast es uns schon bewiesen. Glaube es. Du musst nur fleißig üben. Meinst du, das hilft? Ja, das hilft dir. Aber du musst es dir wünschen, mein Kind. Du darfst an nichts anderes mehr denken. Du kannst es. Glaube mir, Clara. Es geht. Du darfst nie aufgeben, daran zu glauben, dass du es eines Tages können wirst. Versprichst du mir das bitte, Clara? Ich verspreche es dir. Dann lass uns auch gleich morgen früh mit dem Üben anfangen, ja? Ja. Gewonnen, gewonnen, gewonnen! Von wegen! Kinder, hinsetzen! Kommt alle zu Tisch! Nein! Stürzt euch drauf, es muss alles ausgegessen werden. Bleibt ein Krümel übrig. Hey, lass noch was übrig. Ohne Ruhe bin.
Großmama. Aber ja, Clara, natürlich schreibe ich euch gleich, wenn ich angekommen bin. Großmama, ich versuche es. Ich werde jeden Tag auf eine Nachricht warten. Ich weiß, dass sie kommt. Ja, ich glaube auch. Auf Wiedersehen, Heidi. Hilf ihr. Auf Wiedersehen und Dankeschön. Vielen Dank, Almöhi. Auf Wiedersehen. Irgendwie schade. Auf Wiedersehen, Großmama. Ich werde dir schreiben. Ich weiß, dass ich laufen kann. Ich kann laufen. Ich kann laufen. Ich weiß es. Ich kann laufen. Ich werde dir schreiben.